Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Super Randomizer Nuzlocke zusammen mit Miri mit Blauli in Hard Gold. Boy, Rio, ich bin Hard Gold. Mirio. Ich bin Hard Gold. Ah, ist übrigens nicht Zeit und rechter Ort dafür. Ah ja. das hatte ich gar nicht in meiner Folge. Oh nein. Traurig. Schon traurig. Ja, da ist eine traurige Erdbeere. Sehr, sehr traurige Erdbeere, ja. Leute, wir sind in der Arena von Na, Blau. Bist du nicht. Okay. Jetzt bist du in der Arena. Leute, wir sind in der Arena von Blau. Und ich habe, wie sich das für eine gute Katze gehört, nicht aufgepasst, wo wir hin müssen. Ja, ich könnte es dir auch nicht sagen und ich bin es gelaufen. Du musst es einfach jetzt nochmal Schritt über für Schritt. Die Pfeile, lauf über die Pfeile. Verbrenn das Gift. Dann die nächste Plattform ist die da. Die da würde ich gar nicht erreichen, außer ich komme hier nach rechts auf das Blaue. Nach oben. Ja, das ist es. Dann die nächste Plattform ist die da. Die einzigen Wege, die zu erreichen, sind die orangene Plattform. Ist nur die orangene Plattform. Und zu der orangenen Plattform kommen wir gerade gar da, nicht. Da, du musst rechts auf die rote. Rechts auf die rote. Glaub mir. Ah ja, okay, stimmt. You're right. So, links. Auf das Ding wäre das nächste, wo wir hin müssen. Das ist entweder durch Orange zu erreichen oder... Ja, nur durch das Orangen darüber. Also müssen wir runtergehen ist doof. Rechts gehen. Soweit ich weiß, rechts unten zu dem Roten. Zack, 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 ja, das zack, ist das zack, obere zack, Rechte, ja. Wo wir jetzt hinkommen. Stimmt. So, da musst du auch hin. Und jetzt, keine Ahnung. Das nicht. Ja, wieso? Ich kann doch hier jetzt laufen. Das kann ich doch einfach so, wo machen. Müssen wir denn hin? Ne, wir müssen ganz rechts hinten. Nein! Und tschüss. Tschüss. So. Wir müssen ganz, ganz rechts hin. Ganz, ganz rechts musst du hin. Das ist Chaos. Das heißt... auf die Oberplattform, genau. Und jetzt ganz nach rechts laufen. Ja. Nice. Ah, vielleicht sollst du das speichern. Hello, Mr. Blue. Er hat dich erwartet. Hat er das denn? Hey, da bist du ja. Auf der Zinnoberinsel hatte ich ein bisschen Bammel, aber inzwischen habe ich extrem Lust darauf gekriegt, gegen dich zu kämpfen. Die aufs Maul zu hauen. Du hast also alle Arenaleiter von Johto zu Kleinholz verarbeitet. Was? Entschuldigung, ich war die Autocomplete von Google gerade. Ah. Aha, dann müssen das ja alles ziemlich Jammerlappen sein. Das ist schon... Ah, Gary war immer nett. Aber warten wir es mal ab. Wenn wir gegeneinander kämpfen, werde ich schon sehen, was du, ob du was drauf hast oder nur ein Schaumschläger bist. Ich bin sogar ein Milchaufschäumer. Ist übrigens Mallory. Ah, nicht Gary, Mallory. Oh, 6 Pokémon. Oh, jetzt wird's lustig. Jetzt mit Quiekel anfangen. Ach du Kacke. Okay. Skorgla. Verbrenn das Gift! Verbrenn das Gift! Ja. Wir frieren's lieber ein. Okay. Diese Geschichte von dir, dass du nie das machst, was ich sage. Ja, das ist der Grund, warum dieses Let's Play oder dieses Playthrough von durch die Nuzlocke schon über 100 Folgen laut. Ne? Dauert, nicht laut. Was ist denn laut für ein Wort? Laut? Ich glaube, du wolltest läuft sagen, aber schon ja, okay. Danke. Ja, und läuft. Dann dauert dazwischen und dann kam da laut bei rum. Das ist super. Wir kürzen Nastara ab sofort einfach die Worte ab und machen immer aus 2 Worten 1, dann geht das auch schneller mit dem Reden. Das ist Spoink, Leute. Ist das die Endentwicklung? Nee. Nein. Ja. Nein, das ist die Vorentwicklung. Das ist ein Lobob. Die Vorentwicklung war trotzdem Psycho, ne? Ja. Also wird das gekurtet. Teufelsdämon hat übrigens gemeint, wir sollen Kurt unbedingt umbenennen in Teufel. Aber ich bin mir da nicht unbedingt sicher, ob das rechtens ist. Glaube nicht, dass wir die Pokémon noch umbenennen. Aber wenn wir diese Tür wieder öffnen, sagen wir es so, dann haben wir keine 2 Superfishes mehr und das wäre doch dann sehr schade. Ne? Also, das ist ein Ding. Ja. Dass Teufelsdämon da natürlich eifersüchtig drauf war, war ja klar. Ja, natürlich. Das ist sein absolutes Lieblings-Pokémon. Ah, okay. Ah, ja. Jetzt geht's los. Regigigas, das war die Kombination aus allen. Nur was war das? War das normal? Ja. Ja.
Es musste ja noch kommen, dass der Gigas... Das hatten wir noch nicht, das hatten wir noch nicht. Wir haben die ganzen Regis gehabt, aber Gigas noch nicht. Nee. Aber dass es ausgerechnet in dem Kampf auf dem Level kommt, ist halt ärgerlich. Ja, ein bisschen. Vor allem, wenn das Erdbeben kann, ist das sehr, sehr schlecht. Das kriegt Superfischi schon hin. Ich glaube an Superfischi. Vierfach Kick. Nein, zweifach. Nee, Doppel. Oh, scheiße. Es ist vor allem Level 58. Ja. Oh. Es ging schlimmer, aber jetzt kommt ein Psycho-Zen-Kopfstoß. Fängt das? Das okay, war gut. Ah, das war gut. Gut, okay. Das Problem ist, er wird das definitiv heilen, ne? Darf er ja. Weiß ich noch nicht, ob er das darf. Ah, bei dem Crit könnte er sogar jetzt heilen. Nicht machen. Nee, das hätte er nicht machen sollen. Jetzt kommt das noch ein Ding. Solange er damit keinen Volltreffer macht, ist alles gut. Ja, dann hält das easy aus. Und er natürlich. Darf er ja. Er hat ja nur eine begrenzte Anzahl. Ja, aber das bei dem stärksten Pokémon? Du weißt, dass das Boink davor Level 60 war. Das war ein krasses Boink. Das war nicht das stärkste Pokémon aus Regigigas. Da kommt noch was Schlimmeres, glaub mir. Oh Gott. Oh oh. Okay. Ey, warte mal, hat er gerade ein Eis-Pokémon gegen meinen Doppelkick reingebracht? Das ist ein Geist. War ein Geist-Pokémon. War ganz schön clever von ihm. Ja. Kann ich kannst du erstmal dich vollsaugern. Kann ich das nicht weg? Besser nicht als Boden-Pflanzen-Pokémon, das eine Vierfach-Schwäche gegen Eis hat. Oh, stimmt. Das hätte ich fast vergessen. Ah, geh mal auf Cameron. Ach, aber wenn ich sowas vergesse, ne, dann wird einem das immer jahrelang vorgehalten. Du meinst, aber bei weil Katze, du das, kommt bei dir das ist so, das Folgen-Inhalt, ja, bei mir ist das Folgen-Highlight. Ein Blizzard, das ist ja nett. Autsch. Dass der auch noch hittet, ist natürlich freundlich. Wird es Zeit, Eruption zu testen? Vielleicht. Ah, okay. Oh. Gut gemacht, Cameron. Wie das aussieht. Ja, es ist ein Vulkan. Sehr gut. Sehr schön. So ein Prosthetiker sieht ja zum Glück nicht viel aus. Schön EP bekommen. Jetzt holt er wieder Regigigas raus, oder? Nein, oh, plus Law, oh, süß. Was dachte süß. Er sich? Verstehe Cameron und ich setze das Elektro-Pokémon ein. Was war der Gedankengang? Ränkeschmied. Oh, ich booste mich mit Ränkeschmied, war der Gedankengang. Aha. Das macht gleich eine One-Hit-Elektro-Attacke auf Cameron. Ah, nee, das warte. Das ist super, ja. Ja. Das wird gut funktionieren. Mensch, darauf kriegst du heute ein Eis. Schön. Wenn es hey. Das tankt, ist es das krasseste Plussel, was ich jemals gesehen habe. Das ist Tank-Plussel. Kann man so skillen. Aha. Ja, so spielt man das Competitive. Habe ich auch schon gehört. Oh, wieso war die Weiterentwicklung? Nee, war die Vorentwicklung von... Nimm Hol- ja, ne? Natürlich ist das die Vorentwicklung. Was ist los mit Blau? Kommt er mit dem Regigigas? Da kannst du jetzt erstmal hier Superfische dann hochheilen. Ja... Das ist ein Level 56. Das war nicht so viel heilen. Das hat es nicht verdient. Ah, ne, ja, ist doch super, aber jetzt können wir uns dann hochheilen und dann ist alles gut. Oh nein. Nicht verwirren. Das wäre Superschall. Okay. Das macht mehr ja, Schaden, als es mir lieb ist. Das war beeindruckend. Ja. Also. Aber du hättest dich doch jetzt nochmal hochheilen können, da na gut. Gerade eben haben wir es Half-Life gemacht, Blauli, mit einem normalen ja, Hit. Das bedeutet, der Half-Life Zufallswert hätte auch auskommen können, dass es nur einen halben AP hat. Dann hättest du dich nochmal dann hochheilen können. Aha. Das, da ist er. Also das Einzige, was hier jetzt noch passieren kann, ist, dass es Explosion kann. Dann wäre aber Superfischi einen sehr ehrenhaften Tod gestorben. Würde ich auch sagen. Vor allen Dingen, weil er dann instant seinen Kampf aufgibt. Ja. So, wenn er jetzt nicht in den roten Bereich kommt, heilt er es nicht. Und Superfischi müsste jetzt mit seinem... Superfischi muss jetzt alles zeigen, was er kann. Am besten muss Superfischi jetzt kritten. Sag ihm das nochmal.
glaube, ich gebe Superfische jetzt einen Heiltrank. Einfach um komplett sicher zu spielen. Sehr schön. Jetzt Explosion. Bumm. Wenn wir die dann wegen dem Heiltrank noch tanken, dann wäre es geil. Vergeltung. Das wäre stärker müden. Gewesen, hätten wir es angegriffen. Das stimmt. War perfekt. Ist das nicht traurig, wenn man nur so wenig Schaden macht? Hör auf, das arme Regie. Oh, der letzte Hit muss einen guten Hit machen, sonst haben wir 1 KP. 1 KP! Das ist so traurig. Konfusstrahl, ja! Das ist doppelt traurig. Was hältst du von Hyperheiler? In dem Fall würde ich sogar Top-Genesung verschwenden, einfach damit wir nochmal volles Leben haben. Da oben war es schon. Nee, nee, ich bin gerade am gucken, wo ist denn der Hyperheiler potenziell? Ach, der ist in einer anderen Tasche, ne? Mach doch da oben Top-Genesung, haben wir 20 Stück von. Wir haben gleich nochmal die Top 4 vor uns, das ist dir bewusst, ne? Ja, und wir haben Geld ohne Ende, das ist dir bewusst, ne? Okay, na gut, gibt's halt wieder alles aus. Ja, was willst du mit dem Geld denn noch? Wenn das Let's Play durch ist, vorbei. Ja, lieber mit 80 Top-Genesungen reingehen, als mit 79. Aber mich immer dafür fertig machen, dass ich unser Geld dafür nicht ausgeben will. Hä? Wir haben dich immer dafür geärgert, dass du alles ausgegeben hast. Nein, ihr habt in der letzten Session gesagt, dass ich keinen Trank einsetzen wollte. Weißt du noch, als du 100 Hyperheiler gekauft hast und wir kein Geld mehr hatten für wichtige Dinge? Was? Das ist der Kampf der Giganten gerade, oder? Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie gigantisch wir sind. Er hat irgendwas anderes jetzt gekriegt. Oh. Der nächste Konfusstrahl. Oh, und auch noch vor meinem Angriff. Toll. Komm, super WD! Ja, nice. Ich hab das Gefühl, du machst gar keinen Schaden mehr. Das Problem ist, dass das Ding da gegenüber von uns halt wirklich eine Mauer ist. Ach ja. Na, ein starkes Pokémon muss der ja haben. Ja. Wir hatten jetzt so viel Glück in letzter Zeit. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Irre ich mich oder war der Schlag gerade eben stärker? Ja, ich habe ja auch das Gefühl. Warum aber werden wir eigentlich langsamer? Er hat auch gesagt, dass es stand vorhin, Regigigas hatte halt am Anfang diese irgendeinen Slow-Move und hat jetzt die Kurve gekriegt, was immer das auch heißen mag. Hä? Habt ihr das nicht gelesen? Was für eine Kurve hat du meinst die Standfestigkeit. Ja, oder was auch immer das heißt. Dass er nicht in Momentum gerät. Aber das ist genau das Gegenteil von dem, was gerade passiert. Wird er dann nicht stärker? Nee, das Standfestigkeit würde bedeuten, dass er die gesamte Zeit über langsam bleibt. So sehe ich das. Wenn er sagt, er kommt nicht in Momentum, dann... Ey, ja, manchmal echt Glück mit den Attacken, ne? Aha. Das wäre wieder so eine, wenn ich draufgehauen hätte, wäre Ding. Aber hier ist fertig. Oh! Das Einzige, was ich aufhalten konnte. Jetzt treffen wir uns selber, der Kampf geht noch 3 Stunden länger. Ja, ich fürchte irgendwie auch. Superfischi, komm schon, Superfischi. Ja. Yeah, Superfischi, Superfischi. Ja, es reicht. Nice. Nice one. Das war eins interessantes Kampf. Der möchte jetzt aber auch 8000 Erfahrung geben. Okay. Fast. Ja gut, 2700 Erfahrung kannst du auch nichts sagen. Spannend, ey. Ja, so kämpft also der beste Trainer, den Jojo zu bieten hat. Das ist wahr. Wie ist das möglich? Wie konnte ich nur gegen jemanden wie dich verlieren? Aber damit muss ich dich abfinden. Denk nochmal über das Schlüssel im Team nach. Genau. Hier, das hast du dir verdient. Das ist der Erdorden. Yay. Dam, da, dam, da, da. Miau. Mit diesem Orden kannst du nun auch die Attacke Kraxle einsetzen. Und als ob das noch nicht genug wäre, hier ist noch etwas für dich. Wie wär's mit Erdbeben? Bizarro-Raum! Seltsames Ding. Fantastic. Das müsste immer schneller werden, je öfters man über die Pads geht. Ja.
Und jetzt müsste der Protagonist so, so am Ende so in Richtung. Och, Professor Eich, halt doch dein Maul. Hallo, ich bin's, Professor Eich. Nein, du brauchst gar nichts zu sagen. Ich weiß am besten, wie viel du geleistet hast. Aha. Ja, das ist die Wanze, die er uns im Telefon installiert hat. Deshalb habe ich dir ein Geschenk machen wollen. Aber leider habe ich völlig vergessen, es dir zu geben. Hahaha. Aber keine Sorge, du wirst es immer noch gut brauchen können. Komm es dir doch bitte abholen. Du findest mich in meinem Labor in Alabastia. Okay. Und yeah, ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschenk. Gehen wir mal heilen, Leute. Und mit dieser Heilung, Leute, würde ich sagen, das war es von dieser Folge. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen. Schaut morgen auf jeden Fall in der nächsten Folge bei Blauli McMauli vorbei. Schaut in der gestrigen Folge von Miri vorbei. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder. Wir haben Blau besiegt mit dem wohl krassesten Regigigas, das wir jemals als Gegner hatten, weil wir davor noch keins als Gegner hatten. Ja, ich danke euch allen fürs Zuschauen. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt schön feurig. Tschüss.